arbeitet jetzt hier bei Zeitgeist, ein junges Unternehmen, was vielleicht unsere Kunden noch nicht so kennen. Ich spreche mit Herrn Barmeier. Guten Tag. Guten Tag. Ja, erzählen Sie mal über Ihr Unternehmen. Ja, die Marke Zeitgeist Models ist neu gegründet. Wir haben sie das erste Mal vor knapp einem Jahr im April 2018 auf der Intermodellbau in Dortmund präsentiert. Zeitgeist Models, ja, man sieht es ein bisschen am Logo. Es steht einmal für die klassischen Elemente. Wir haben hier eine schöne Serifenschrift gewählt. Wir haben aber auch moderne Aspekte drin. Zeitgeist ist ja vielseitig und wir möchten mit unseren Produkten den aktuellen Zeitgeist treffen und unseren Zeitgeist definieren. Wir haben angefangen mit der Bayerischen Zugspitzbahn, mit der alten Berglok. Zusätzlich haben wir den Personenwagen dazu, den passenden. Wir haben das Set noch erweitert mit dem richtigen Zahnsteingleis und passenden Oberleitungsmasten. Das Zahnsteingleis ist komplett hochdetailliert ausgeführt. Wir haben eine von beiden Seiten durchdetaillierte Ringbach-Zahnstange. Es ist in Spur H0M gelegt. Und dazu haben wir unsere lustigen Wackelmasten. Sind die Modelle schon im Handel erhältlich? Aktuell noch nicht. Wir sind momentan in der Endphase von der Produktion. Wir stecken jetzt momentan in der Montage mit der Zugspitzbahn. Jetzt warten wir noch gerade auf die Elektronik, sind in der Soundabstimmung. Wir waren letztes Jahr an der Zugspitze, also wir waren insgesamt mehrmals an der Zugspitze, um dieses Produkt halt wirklich zu perfektionieren. Wir haben eine Soundaufnahme gemacht mit der alten Berglok. Ja, wir haben da total engagierte Partner bei der Bayerischen Zugspitzbahn. Also das ist grandios, was wir da für eine Unterstützung erfahren, was wir an Zeichnungen bekommen haben, was wir an Unterlagen bekommen. Das macht richtig Spaß. Es gibt dann noch so nette Anekdoten. Wir haben zum Beispiel, stellt sich immer die Frage nach der richtigen Farbe bei der Zugspitzbahn, weil es gibt allein jetzt drei verschiedene Farben, die rumfahren. Und wir wollten natürlich ein Modell aus der Epoche 3 als erstes abbilden. Und da habe ich dann irgendwann mal hinterm Depot noch so eine alte Tür gefunden, die von einem verschrotteten Wagen übrig geblieben ist. Da konnte man dann noch so ein bisschen den modernen Lack abkratzen und mit der Rahlkarte dann den alten Originallack im Prinzip wiederfinden. Und das fließt natürlich alles ins Modell mit rein. Dann haben Sie ja noch einen besonderen ICE im Programm. Ja, natürlich, unseren Intercity Experimental. Der Intercity Experimental ist ja der allererste ICE, sozusagen der Urvater. Das war der Versuchszug. Wir haben hier ein Team aus insgesamt um die 12 ehemaligen Ingenieure, die uns dort tatkräftig unterstützen. Auch hier ist es Wahnsinn, was wir für eine Unterstützung erfahren. Ja, alleine, wir haben uns in Nürnberg im Verkehrsmuseum ja in die Katakomben da runterbegeben. Da weiß keiner so wirklich, wo sind da die Unterlagen. Da war auch nur ein Teil, den wir dann dort wiedergefunden haben. Weil witzigerweise unterstützt uns derjenige, der sie damals dahin verbracht hat. Dann haben wir ja enge Abstimmung mit dem Designer, der damals die Front gestaltet hat. Das ist dann so interessant, da hatte das DLR hatte die Front im Prinzip gestaltet im Windkanalversuch. Und das war dem Designer, dem Alexander Neumeister, aber nicht sportlich genug. Das war so eine Kartoffelnase, wie man so schön sagt. Und er hatte dann in dieser Geländekarte, in dieser Strackzeichnung dann so einfach eingezeichnet, so muss da jetzt diese Frontspitze ein bisschen sportlicher rüberkommen. Und das war jetzt eine extreme Herausforderung, das im Modell so umzusetzen, weil man hat dann Originalzeichnungen und auf denen steht dann drauf, am Muster abnehmen. Also die haben damals einen Holzmuster gebaut, woran sie dann die ganzen Stahlformen abgenommen haben und im Prinzip den Triebkopf, also die Front, nachgebaut oder in Serie gebaut haben. Und haben wir insgesamt jetzt 9 Anläufe gebraucht, um das halt wirklich ja, perfekt zu treffen. Immer in enger Abstimmung, auch immer in enger Abstimmung mit dem Original bzw. das, was noch da ist. Wir waren in Minden, haben uns das angeschaut. Ja, es wird ein richtig tolles Produkt und wir haben da sogar noch eine Überraschung für Sie dabei. Wir haben uns jetzt so last minute noch dazu entschieden, statt unserem großen fünfpoligen Motor einen schönen großen Glockenankermotor zu verbauen. Ja, da werden sich die Kunden sicher freuen. In welchen Varianten wird das Produkt erscheinen? Nun, der ICEV ist, was Varianten angeht, etwas undankbar, da es eigentlich nur eine Variante gibt. Wir werden ihn in der Ursprungsausführung von 1986 bringen. Das heißt, er hat schon die großen Dachscheinwerfer auf dem Messwagen und hat noch die flache erste Kamera auf dem Messwagen. Für Gleichstrom und Wechselstrom? Für Gleichstrom und Wechselstrom. Wir bieten also Gleichstrom analog an, dann bieten wir Gleichstrom Sound an und Wechselstrom Sound. Dann gibt es ja auch noch die passenden Hochgeschwindigkeitsgleise. Richtig, die sind auch schon erhältlich, kommen sehr gut an im Handel. Wir haben hier einmal
Unser Betonschwellengleis B70 W60. B70 steht für im Prinzip Betonschwelle, das Entwicklungsjahr. Die Profis unter Ihnen werden natürlich auch noch die B58 kennen etc. Das sind dann halt die Vorentwicklungen. Wir haben das hier als voll flexibles Gleis ausgeführt. Wir kaufen unsere Schienenprofile von der Firma Tillig zu. Daher ist es auch voll kompatibel zum Tillig Elite Gleis. Und natürlich als Besonderheit unsere Max-Bögel feste Fahrbahn. Wir werden hier immer wieder gefragt, so, ja, wie ist das denn mit Bögen? So, und wenn man sich das genau anschaut, wir haben das Gleis, die Gleisstöße oder die Gleistragplattenenden nicht gerade ausgeführt, sondern ganz leicht bondiert. Das heißt, man kann sie in einem schönen großen Radius verlegen, weil unter uns Radius 360 mit fester Fahrbahn sieht nicht so gut aus. Haben Sie noch weitere Neuheiten, über die Sie natürlich sprechen möchten? Wir haben unser Gleissystem, also die moderne Fahrbahn, noch erweitert. Ja, wir haben unsere moderne Fahrbahn haben wir erweitert mit der ersten Überraschungsneuheit 2019. Das ist hier ein Klose Bremsprellbock GP300. Das Modell ist jetzt gestern erst um 1.20 Uhr fertig geworden, also ein richtiges Last-Minute-Modell. Es ist voll kompatibel zum Tillig-Gleis, zu unserem Gleis. Ja, der Vorteil bei diesem Prellbock ist, oder das heißt der Vorteil, in echt steht der Prellbock zum Beispiel in Frankfurt am Main Hauptbahnhof, er steht in München, Leipzig, was ich jetzt rausgehört habe. Es ist sozusagen die moderne Form des Prellbocks, wie sie jetzt in den Hauptbahnhöfen oder größeren Bahnhöfen der Deutschen Bahn verbaut wird. Es handelt sich um einen Bremsprellbock, das heißt, der Prellbock ist darauf ausgelegt, dass wenn ein Zug dagegen fährt, dass er ihn sicher zum Halten bringt, weil im Regelfall wäre er in diesem Bereich der Bahnsteig. Das geht dadurch, dass im Prinzip hier vorne, das ist noch nicht farblich abgehoben, ist eine hydraulische Einbremsung und man hat dann hier in der Mitte die beiden Bremsgleise. Darauf sind verschiedene Feststellblöcke montiert, die jetzt hier im Modell noch fehlen, werden natürlich mit ausgeliefert, die dann den Zug halt richtig zum Stehen bringen. Ja, als weitere Überraschungsneuheit 2019 haben wir unsere erste Fahrzeugneuheit. Es handelt sich um ein Ulmer Produkt. Es wurde an der berühmten HFG, Hochschule für Gestaltung in Ulm, designt. Einer der bekanntesten Schüler dieser Schule ist Dieter Rams, dessen Werke oder grundsätzlichen Werke sich ja heute noch in vielen Produkten, unter anderem von Apple, wiederfinden. Und dort wurde Anfang der 60er Jahre die neue Hamburger U-Bahn geplant. Es handelt sich um den legendären DT2-Triebwagen. Er erscheint bei uns als Doppelpackung, also immer zwei Einheiten in Gleich- und Wechselstrom-Variante. Es handelt sich hierbei logischerweise noch um einen 3D-Druck. Wir haben das Projekt erst vor knapp 3 Wochen begonnen. Ja, charakteristisch ist halt die gesickte Oberfläche, die roten Türen, die rote Nase. Wer mal in Hamburg war, kennt das einfach. Wir haben jetzt alleine in den letzten Tagen eine unheimliche Resonanz auf dieses Produkt. Es kommt wirklich gut an, es macht richtig Spaß, daran zu arbeiten. Und wir hoffen, Und wir planen eine Auslieferung im Sommer, Herbst 2019 von diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug wird gewohnt wie von uns in höchster Detaillierung ausgeführt. Das heißt, Sie sehen hier unten sind die ganzen Klappen unter den Kästen angedeutet. Wir haben die Fahrmotoren angedeutet. Und ganz besonderes Augenmerk haben wir auf die Scharfenbergkupplung gelegt. Ich hatte am Anfang mal so geschaut, was gibt es denn so an Scharfenbergkupplungen im Modell. Und irgendwie ist das ja immer so, das ist so ein Klotz vorne. Und wenn man aber im Original vor dieser U-Bahn steht, dann hat man eigentlich diese glatte rote Front, aber da ist dieser Fremdkörper vorne drin, diese Scharfenbergkupplung mit Nieten, Schrauben, Kabeln, Leitungen, das fällt immer auf. Und wir haben jetzt hier in unsere Kupplung, das darf man eigentlich gar keinem sagen, wir haben da jetzt knapp 48 Stunden Konstruktionszeit rein investiert. Wir haben alles nachgebildet, was dran ist. Und man sieht es im Modell, es macht halt richtig was her. Als weiteres Highlight bei dem DT2-Triebwagen wird es in der Wechselstrom-Sound-Version und Gleichstrom-Sound-Version erstmalig eine beleuchtete Warnblinkanlage bzw. ja, Türblinkanlage geben. Im Original ist das so, wenn die Türen geöffnet sind, sind auf der Seite kleine Blinkleuchten, die leuchten. Und man hat auch noch eine zweite Leuchte, die, wenn die Notbremse gezogen wird, anfängt zu leuchten. Das kann alles der Modellbahn dann darstellen. Weiteres haben wir sogar über dem Laufdrehgestell, über den Triebdrehgestell eine blaue LED angebracht, die ab und an so von der Stromschiene diesen Funkenstoß imitiert. Kommen wir nochmal zum Ausblick auf weitere Entwicklungen der Firma Zeitgeist. Ja, wir sind natürlich kräftig dran, weitere Produkte anzustreben. Wir werden da
Herbst bzw. in einem Jahr, also nächstes Jahr um diese Zeit, etwas in Epoche 2 bis Epoche 4 herausbringen. Wir haben da schon sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt. Das wird auch wieder ein schönes Produkt werden. Seien Sie gespannt auf nächstes Jahr. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.